tun überhaupt? Ich bin die Laura. Ich bin der Michi. Und wir kommen aus dem schönen München. Unsere gemeinsame Reise begann vor circa 4,5 Jahren. Da sind wir auf die griechische Insel Zakynthos geflogen. Und wir haben da ganz schnell gemerkt, dass uns beiden das Fotografieren und Filmen sehr viel Spaß macht. Und ja, so hat sich das bis heute fortgesetzt. Genau, auf der Reise hatten wir dann eigentlich nur 2 Smartphones dabei, haben damit die ersten Fotos und Videos gemacht. Haben dann aber schnell gemerkt, dass wir da irgendwie mehr wollen. Haben uns dann eine Fake GoPro gekauft, damals noch für 50 Euro. Dann eine Original GoPro. Haben da dann auch die ersten Aftermovies geschnitten im Nachhinein. Hat uns mega viel Spaß gemacht. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir auf unseren Reisen einen Equipmentwert von bis zu 10.000 Euro dabei haben und mit Drohnen, Systemkameras und so weiter unterwegs sind und es einfach mega viel Spaß macht und deswegen sitzen wir jetzt auch hier vor der Kamera und wollen euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Also Tech and Travel, weil einfach die zwei Begriffe für unsere Leidenschaften stehen. Einmal das Reisen und einmal auch die Technik, die uns dabei begleitet. Und das Equipment, das wir dabei haben, die Kameras, die Drohnen, die Actioncams, dann im weitesten Sinne noch die Schnittprogramme, die Bearbeitungsprogramme, die man dann auch im Nachhinein benutzt, um die Videos und Fotos zu bearbeiten. Und das alles wollen wir euch ein bisschen vorstellen. Also einerseits sind es die vielen Fragen, die wir bisher versucht haben, über Instagram und Facebook zu beantworten. Und da haben wir uns jetzt aber gedacht, eigentlich muss da mal eine Website her, wo wir das alles übersichtlich darstellen können, wie wir auf eine Reise gekommen sind, was wir da geplant haben, welche Hotels wir nach bestimmten Kriterien ausgewählt haben. Mich haben auch viele Anfragen erreicht, speziell zum Kamera-Equipment. Da kamen dann so Fragen, welche Drohne hast du dabei, welche Kameras soll ich mir für den und den Zweck kaufen? Und damit wir das nicht immer nur für Einzelne beantworten, sondern auch mal gesammelt irgendwo präsentieren können, haben wir uns jetzt überlegt, wir machen da einfach einen Kanal draus und wollen euch das ein bisschen vorstellen. Und wir versuchen das jetzt in Zukunft natürlich noch besser übersichtlich für euch darzustellen. Auf unseren Reisen versuchen wir jetzt in Zukunft noch mehr den Fokus aufs Vloggen zu legen. Wir haben ja in der Vergangenheit immer mehr so Highlight-Videos gemacht, immer nur die schönsten Seiten und cinematisch aufbereitete Seiten des Urlaubs zu zeigen. Und jetzt versuchen wir einfach durch die Vlogs auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gehen, auch zu zeigen, welches Kamera-Equipment wir verwenden, wie wir umherkommen, einfach mehr Infos zu geben zur Reise und da versuchen wir mehr den Fokus drauf zu legen. Es ist nämlich nicht immer alles Glitzer, Glitzer, Shiny, Shiny, sondern auch bei uns geht mal was schief. Am Ende ist es aber für uns immer extrem lustig und wir hoffen, für euch ist es das auch. Uns macht es einfach extrem viel Spaß, die Momente festzuhalten, uns das danach anzuschauen, das zu schneiden, aufzubereiten und dann eben auch für die breite Masse zugänglich zu machen. Viel Spaß! Jetzt nur noch ein bisschen Werbung machen, die Leute zum Abonnieren auffordern. Also wenn ihr Bock habt, unsere Reisen mitzuerleben und auch ein bisschen was über Technik zu erfahren, Technik, die man auf Reisen mitnimmt, was wir für Technik mitnehmen, dann abonniert unseren Kanal. Und es wird natürlich nach wie vor witzige Vlogs von uns geben, in denen ihr sehen könnt, wie wir eine Reise wirklich durchleben. Nochmal. Und wir kommen aus München. Ja, danke. Smart. Nee. Aber ich habe einen Punkt gebaut. Das machen wir doch. Habe ich den Faden verloren? Ich bisher versuche über Instagram... Oh, welche? Emma's Bote. Die Modell... Okay, ich nehme eins von vorher. Okay, ich glaube, Outtakes haben wir genug. Gott.